erste Frage dieser Fragestunde ging an Landesrätin Verena Dunst. Wie steht sie zur Gatterjagd? Ingenieur Rudolf Strommer, ÖVP, wollte dann von Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Schürz von der FPÖ wissen, wie er zum angeblichen Gesetzesbruch von Klubobmann Gerhard Kovacic von der FPÖ steht. Kovacic hatte bezüglich der geplanten Unterbringung von 450 Flüchtlingen in Bruckneudorf zum zivilen Ungehorsam aufgerufen. Werner Friedl von der SPÖ wollte von Landeshauptmann Hans Nissel wissen, welche Maßnahmen bezüglich der Verwaltungsreform getroffen wurden. Regina Petrik von den Grünen fragte Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Schürz von der FPÖ, was er gegen Falschmeldungen über Schutzsuchende und Menschenrechtsaktivisten unternehmen wolle. Patrick Fasekasch von der ÖVP fragte Landesrätin Magistra Astrid Eisenkopf bezüglich der Halbierung für die Unterstützung der Wintersportwochen. Im Landesvoranschlag 2016 sind dafür statt früher 200.000 Euro nur mehr 100.000 Euro vorgesehen. Den aktuellen Stand der Asylwerber wollte Magister Christian Dobritz, SPÖ, von Landesrat Magister Norbert Darabosch, auch SPÖ, wissen. Damit war dann die Fragestunde durch Zeitablauf beendet. Sehr geehrter Frau Landesrat, in den letzten Wochen wird viel zur umstrittenen Gatterjagd diskutiert. Wie stehen Sie als zuständige Landesrätin zur Gatterjagd? Bitte, Frau Landesrätin. Herr Präsident, Herr Landtag, zunächst einmal, glaube ich, doch von uns allen ein Kompliment aussprechen zu dürfen an den Landtagspräsidenten für diese Initiative. Erste Fragestunde mit Übertragung. Live zu sehen, wenn es der Landtag tagt. Herzliche Gratulation, ein wichtiger Schritt demokratiepolitisch, wie das vorher schon gesagt wurde. Sehr geehrte Frau Abgeordnete, zu Ihrer Frage. Zunächst einmal möchte ich mich hier ganz klar distanzieren davon, was hier über Jahrzehnte versäumt worden ist. Ich bin in diesem halben Jahr oft konfrontiert worden mit Aussagen zum Jagdgarten, mit Anfragen und auch mit vielen aktionistischen Darstellungen. Und ich muss sagen, als ich mir das angeschaut habe, ich war schockiert. Denn Fakt ist, dass hier auf dem Rücken von Tieren Gesetze in den letzten Jahrzehnten bestanden haben. Auf den Rücken der Tiere. Was habe ich getan, um Ihre Frage konkret zu beantworten? Ich habe mir das natürlich einmal angeschaut, was und wie viele Jagdgatter wir haben. Das heißt, die beziehungsweise aktuelle Erhebung. Ich muss dazu sagen, dass wir aber auch hier zu einem Unterscheiden zwischen Jagdgatter, Zucht und Schaugatter. Ich habe eine Arbeitsgruppe sofort gebildet, aus Experten zu all diesen Branchen. Da geht es ja um Wildtiere, da geht es aber auch um ein neues Jagdgesetz, das sowieso längst überfällig ist, aber da geht es auch um Tierwohl und Tierhaltung. Und da geht es letztendlich auch um Ethik. Ich habe Besprechungen mit den unterschiedlichsten Gruppierungen abgehalten, beispielsweise mit dem Geschäftsführer des Ökologischen Jagdverbandes, des Jagdvereins Österreich, genauso mit dem Verband der Wildtierhaltung, und mit dem Jagdverband selber, aber auch drei Besprechungen mit Dr. Dr. Ballo vom Verein gegen Tierfabriken und vielen anderen. Ich habe mir auch die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von den BHs sofort geholt und wollte von ihnen wissen, wie sind die Erfahrungen? Welche rechtliche Rahmenbedingungen gibt es? Und welche Überprüfungen? Wie oft wird kontrolliert? Was wird kontrolliert? Wie? Wer macht diese Kontrollen? Ich muss Ihnen klar sagen, es war wirklich schockierend, weil es gibt nichts. Es ist praktisch keine gesetzliche Regelung, was die Jagdgatter und das Jagen von Tieren in Umzäunungen anbelangt. Keine Kontrollmöglichkeiten, mangelnde Überwachungen, keine Aufzeichnungen.
Da sind wirklich, und das sage ich jetzt mit Abschnitt überspitzt, wirklich Zustände wie im alten Rom. Keine Kontrolle, kein Überblick, kein Wissen über den tatsächlichen Bestand. Das kann nicht sein. Und im Prinzip wirklich die Volksseele kocht. Das hätte man längst von der Zuständigkeit her anders machen müssen. Die haben wir nicht, das ist einfach so. Ich werde natürlich jetzt die rechtlichen und möglichen Schritte im Rahmen des neuen Jagdgesetzes zu setzen haben. Ich muss ganz klar sagen, ich will schon distanziert die Jagd, die Möglichkeit, damit auch touristisch, die Möglichkeit, das gute Fleisch zu vermarkten, nicht schlecht machen. Und ich will auch nicht die Jäger in irgendeiner Weise verdammen. Da geht es wirklich nur darum, jene, die überhaupt nicht auf wildgerechte, auf artgerechte, auf tiergerechte Jagd schauen, mit denen gehört das Gespräch und die können klar von den Jägern, denen es um viel was anderes geht, distanziert. Was mir ganz, ganz wichtig ist, dass natürlich die Gesetze eingehalten werden, dazu braucht es Rahmenbedingungen, neue Rahmenbedingungen, es braucht das Tierwohl, das im Vordergrund stehen muss. Und es geht letztendlich auch um wildtiererhaltende Betriebe. Die sind auch sehr wichtig für Arbeitsplätze und für Wertschöpfung im Lande. Das, was ich von der Jagdgesetz, vom neuen Jagdgesetz schon vornehmen möchte, ist natürlich, dass ich habe das bereits seit meinem Amtsantritt angekündigt, dass das mit Bedacht angegangen werden muss, dass das Jagdgesetz heuer 2016 hier in den Landtag kommt, das kann ich versprechen, dafür setze ich offen. Wie ist der aktuelle Stand bezüglich der Novelle des Jagdgesetzes? Bitte, Frau Landesrätin. Herr Meskowitsch, warum? Ja, sehr geehrte Frau Abgeordnete, der Hohe Landtag. Bei der Novelle des Jagdgesetzes sind mir zwei wichtige Dinge von Anfang an klar gewesen. Erstens, es muss eine breite Beteiligung geben. Die Dinge dürfen nicht so lange aufgeschoben werden, weil wir lang genug auf diese dringend notwendige Reform des Jagdgesetzes schon gewartet haben und viele Jäger, aber auch Landwirte und so weiter hier auf eine Nominierung warten. Was ich aber tun möchte, ist, dass ich das wirklich aus einem neuen Blickwinkel beleuchten mag, nämlich wirklich, wo sind wir 2016 dann mit dem neuen Jagdgesetz, aber wie schaut die Jagd und die Ausbreitung bis 2020 und darüber hinaus aus? Es wird also nicht sozusagen jetzt schnell und machen wir, sondern wirklich mit Bedacht und alle Menschen umfassen, die mit der Jagd zu tun haben oder im peripheren Umfeld sind. Es geht um eine zeitgemäße Jagd, um eine zeitgemäße Entwicklung, die in dieses Jagdgesetz einfließen muss. Es muss auch wirklich den neuen entsprechenden Rahmenbedingungen standhalten, nämlich wirklich von der Jagd, der traditionellen Jagd, zu einem nachhaltigen Wildtiermanagement, das immer wieder auch von vielen Gruppen gefordert ist. Es geht auch um einen adäquaten Wald-Wildausgleich und vieles andere mehr. Aber es geht vor allem auch um Aufklärungsarbeit, es geht um Bürokratieabbau, es geht um Vereinfachung. All das ist natürlich ein ganz klarer Zeitrahmen. Ich habe das bereits bekannt gegeben, habe die erste Stellungnahme schon von vielen eingefordert. Mit Mitte Februar ist der Start war schon in Jena mit der Stellungnahme einfordert und bis zum Juni sollte das Jagdgesetz dann breit diskutiert hier in den Landtag kommen. Das Problem Gatterjagd besteht ja schon immer. Wieso stand eine Novelle des Jagdgesetzes bis jetzt nie zur Diskussion? Bitte, Frau Landesrätin. Ja, sehr geehrte Frau Abgeordnete, das frage ich mich auch, weil das längst überfällig gewesen wäre, weil ja auch diese Zustände schon lange herrschen und das Jagdgesetz ist nicht neu. Beispielsweise im Jagdgesetz von 1970 gab es überhaupt keine Regelungen betreffend Bewilligung von Jagdgehegen. Damals war übrigens die Rede vom Tiergärten im Gesetz. Mit dem Jagdgesetz 1988 wurde erstmals geregelt, dass Wildgehege nur mit Bewilligung der jeweiligen Bezirkshauptmannschaft angelegt werden dürfen.
Damit war aber nie der Betrieb eines Jahrgartens betriebsbewilligungspflichtig, sondern immer nur das Einrichten. Das neueste Jagdgesetz stammt aus 2004. Dort findet sich auch nichts Neues, außer eine Übergangsbestimmung betreffend der kleinere Gehege. Bedeutet, dass in Burgenland zumindest seit 2004 sichergestellt ist, dass für neu zu bewilligende Jagdgatter 300 Hektar großes Jagdgatter sein muss. Ich muss Ihnen aber auch, und Gott sei Dank kann ich Ihnen das auch mitteilen, dass seit 2004 niemand mehr um ein neues Jagdgatter angesucht hat und dass auch in den letzten 10 Jahren, 11 Jahre mittlerweile im 12. Jahr, keine neue Bewilligung es gegeben hat. Fakt ist, das gehört geändert, ich werde es angehen 2016. Danke, Herr Präsident. Frau Landesrätin, neben der Gatterjagd ist in letzter Zeit auch die Jagd auf gezüchtete Tiere in dieses Gebiet gekommen. Da werden einfach in erster Linie Vögel, Rebhühner, Fasane, Enten in Volieren aufgezogen, werden dann in dem Wald oder auf Wiesen ausgesetzt, um sie danach abzuknallen. Wie sehen Sie hier die Problematik und sehen Sie auch hier die Möglichkeit, hier dem einen Riegel vorzuschieben? Dankeschön. Die zweite Frage ist die Frage. Sie haben zwei Fragen gestellt. Ach so. Wie sehen Sie diese Situation? Danke. Welche Situation? Ja. Naja, welche? Ganz klar, beide Fragen gehen zusammen. Die kann ich auch mit einem klaren Ja, hier ist Handlungsbedarf beantwortet. Es ist nicht einzusehen, dass man, ob es jetzt Fasanerien sind oder andere, oft zu kleine Gehege, die aber nicht in vollem Ausmaß zu überprüfen sind, dass man diese Tiere dann als Wildtiere sozusagen freigibt, einige Wochen später wird auf sie geschossen. Die Tiere brauchen, wenn sie nicht in der Freiheit groß werden, eine bestimmte Anzahl, da kann man natürlich jetzt, und da gibt es viele, die das geforscht haben, kann man zurückgreifen auf Literatur, eine bestimmte Zeit, damit sie überhaupt lernen, wie lebt man in der freien Wildbahn, seine eigenen Kräfte zu lernen. Wie weit kann man fliegen, wie weit kann man sich entfernen, wie weit kann man überhaupt sich dann auch selbst ernähren und so weiter und so fort. Die jetzt im Gesetz verankerte, für mich viel zu kurze Auswilderungszeit, wird sich im neuen Jagdgesetz nicht finden. Abgerechnet, tiergerecht, und es kann wirklich keinen Spaß machen, auf solche Tiere zu schießen, die nicht einmal wissen, dass sie in der freien Wildbahn sind. Ja, werde das ändern. Hallo. Sehr geehrte Frau Landesrätin, Sie sind ja schon jahrelang jetzt als Landesrätin tätig, geben immer wieder Ihren Vorgängern die Schuld an Versäumten und jetzt meine konkrete Frage, was werden Sie bereits bei jahrelang bestehenden Gatterjagden, werden Sie die jetzt konkret verbieten, was ist Ihre Antwort? Herr Abgeordneter, ich bin sicher, dass Sie sich, bevor Sie diese Frage gestellt haben, auch informiert haben. Fakt ist, dass bezüglich der gesetzlichen Rahmenbedingungen für Jagdgatter zwei Dinge zu beachten sind. Erstens, es muss natürlich klar sein, dass Sie nicht nur bewilligt werden in der Einrichtung, so wie es jetzt, also in der Errichtung, so wie es jetzt im Gesetz steht und sonst nichts mehr, sondern zum Zweiten, dass sie natürlich dementsprechend auch begleitet werden. Ganz, ganz wichtig ist natürlich ein Wildtiermanagement zu führen. Das heißt, ich stelle mir das in Zukunft so vor, dass wir genau schauen können, wann wird welches Wild ist drinnen und wann wird welches Wild zugeführt. Und Herr Abgeordneter, ich glaube, wir können in ganz Burgenland niemand finden, der das bejaht, dass man wenige Stunden vor einer Katterjagd hergeht und von irgendwo dann Tiere herbringt, sie hineinschiebt sozusagen beim Gatter und dann 5 Minuten später die Jäger darauf schießen.
Das wollen wir nicht, dazu stehe ich auch. Das, was natürlich im neuen Jagdgesetz bezüglich der Jagdgatter auch drinnen sein muss, dass man hier dementsprechend auch diese drei Jagden bekannt geben muss. Und auch, wenn hier Tiere zugeführt werden, aber dann muss man auch wissen, was ist überhaupt drinnen. Und wo steht denn überhaupt der Abgeordnete, dass ich für drei Jagden überhaupt Tiere zuführen darf, wenn ich ja ausschließlich nur für die drei Jagd dienen. Das lehne ich ab, da bin ich dagegen. Ich werde das jetzt ändern, aber gut, dass ich zuständig bin. Die nächste Zusatzfrage wird gestellt von Herrn Abgeordneten Sommer, bitte. Sehr geehrte Frau Landesrätin, Sie haben schon mehrfach über die Kontrollen und Verbesserungen im Sinne des Tierwohls in diesen betrieblichen Eigenjagdgebieten gesprochen. Wie stellen Sie sich das in der Praxis vor? Bitte, Frau Landesrätin. Sie sind Jägerin. Ganz einfach. Herr Abgeordneter, Fakt ist, dass Sie natürlich hier mit vielen, die mit der Jagd zu tun haben, Gespräche geführt habe, mit Sachverständigen Gespräche geführt habe und hier schon ein Bild gemacht habe, was sich in Zukunft ändern muss. Beispielsweise gibt es ja zurzeit keine Bücher, wo der Tierbestand überhaupt irgendwo drinnen stehen könnte. Das heißt, Gehegebücher ist einmal das erste, wo Zu- und Abgänge, die im Gatter ja sicherlich möglich sind, dass man die hier aufzeichnet. Ich habe vorher schon gesagt zum Herrn Abgeordneten Hemmel, es ist nicht einzusehen, dass man für drei Jagden extra von irgendwo Tiere herholt. Warum muss man dann überhaupt Tiere, wenn man es nicht zur Blutauffrischung hat, neu zusetzen? Auch das wird ein Thema sein. Einsetzen von Wild nur zur Blutauffrischung. Oder nach Säugen, nach verschiedenen Krankheiten, die natürlich auch dort und da vorkommen. Die Bezirkshauptmannschaften und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ich hergeholt habe, ich habe vorher schon darüber berichtet, sagen auch klar, wir haben jetzt keine Handhabe. Aber diese Handhabe werden sie durch gesetzliche Rahmenbedingungen auch brauchen, damit sie hier wirklich aktuelle Gehegebücher, Anzeigepflicht und so weiter, dass es hier auch Sanktionen gibt. Was mir auch wichtig ist, ist die Schonzeit. Ich habe es vorher schon gesagt zum Herrn Abgeordneten. Es muss eine klare Schonzeit geben, nämlich zwischen der Zeit der Auswilderung und des Jagdbeginns. Auch hier mit klaren Vorstellungen, nach vielen hunderten Gesprächen mit Jägerinnen und Jägern, die Jäger sind und nicht Schießer. Und es muss natürlich auch in Jagd ein vierfachiges Gutachten zur Jagdgatter geben. Gerade hier ist sicherlich ein wichtiger Fall. Das heißt, diese Gesetzesänderung, vorher schon gesagt, die erste Gespräche laufen bereits, da freue ich mich schon auf diese Herausforderung. Die nächste Frage wird gestellt von Herrn Abgeordneten Köln. Bitte antworten. Ja, geschätzte Frau Landesrätin, neues Jagdgesetz. Willkommen, bin ich recht froh darüber. Habe vor 20 Jahren mitgearbeitet bei dem letzten Gesetz und Sie sind Ihnen auch schon 15 Jahre in der Landesregierung. Sie haben erst gefeiert, 15 Jahre. Und jetzt denke ich, dass die Landesregierung gemeinsam arbeitet. Und jetzt bin ich froh, dass Sie jetzt die Landesrätin, die Zuständige sind. Ansonsten wäre vielleicht gar kein neues Jagdgesetz gekommen. Jetzt meine Frage, wenn Sie nicht Landesrätin geworden wären für dieses Ressort, hätten Sie dann ein neues Jagdgesetz beantragt? Bitte, Frau Landesrätin. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, auch das habe ich vorher ganz klar gesagt, was die Frage des Herrn Abgeordneten Himmel anbelangt. Ich bin sehr froh, Herr Abgeordneter, dass heute auch das Bewusstsein, wenn es um das Tierwohl und um die Jagd geht, sich verändert hat. Menschen sind sehr sensibel, wenn es um Tierwohl geht. Und das hat sich in den letzten Jahren natürlich gesteigert. Sie sind wie ich in dieser Welt und sehen, dass es hier immer mehr Menschen gibt, die darauf schauen, was passiert mit dem Tier. Wird es abgerecht? Wird es wildgerecht gehalten? Was ist mit Schonzeit? Wann und wie werden Tiere auf Jagden vorher und nachher, wie wird mit den Tieren, die man erlegt hat, auch umgegangen. All das hat eine große Sensibilität erhalten. Haben sich sicher früher viele Menschen für dieses Thema überhaupt nicht interessiert. Und ich bin aber sehr froh darüber, weil das ein Gesetz werden soll, dass die Menschen wollen, dass die Jäger wollen, die Landwirte wollen. Aber auch natürlich, wie ich vorher schon gesagt habe, müssen aufpassen. Das sind Arbeitsplätze und das sind auch
auch als Touristen zu uns kommen. Es braucht nur neue Rahmenbedingungen. Und dafür ist es gut, dass ich das jetzt mache. Aber nochmal mit den Menschen gemeinsam, die auch ganz klar sagen, auch mit den Fraktionen im Landtag gehen so nicht. Auch mit den Fraktionen im Landtag. Wir haben jetzt vorher einen Kochtopf, 15 Jahre Arbeit, eine Zuständigung, sehen wir noch einmal. Wir sind Gott sei Dank in einer Welt, wo wir auch auf die Bevölkerung hören und wo die Bevölkerung klar sagt, bitte handeln, das tue ich gerne. Bravo. Die zweite Anfrage ist von Herrn Abgeordneten Ingenieur Strombach und Herrn Landeshauptmann Stellvertreter Schirnsgrün. Bitte der Herr Landtagsabgeordneten Ingenieur Strombach um Verlesung seiner Anfrage. Bitte, Herr Strombach. Sehr geehrter Herr Landeshauptmann Stellvertreter, der Klubobmann Ihrer Partei im Landtag, der Gerhard Kovacic, hat bezüglich der Unterbringung von Flüchtlingen am Gelände des Rückführungsplatzes in Kuppertal wörtlich von zivilen zum zivilen Ungehorsam aufgefordert. Somit bewusst dazu Gesetze zu missachten und zu brechen. Wie beurteilen Sie als Landeshauptmann Stellvertreter, insbesondere als das für örtliche Sicherheitspolizei und das Landespolizeistrafgesetz zuständige Regierungsmitglied, diesen Aufruf zum Gesetzesbruch eines in den burgenländischen Landtag gewählten Mandatars? Danke, Herr Abgeordneter. Bitte, Herr Landeshauptmann Stellvertreter. Sehr geehrter Herr Präsident, der zivile Ungehorsam befindet sich der Klubobmann Gerhard Kovacic im Kreis von Mahatma Gandhi oder Martin Luther King. Na ja, genau. Dort wurde na dann, was haben wir froh. Und wir alle wissen und können natürlich auch nachvollziehen, dass hier kein Gewalt im Spiel war, sondern dass das ein gewaltfreier Widerstand war. Und sogar Bertolt Brecht, also war nicht wirklich irgendwo in ein rechtes Lager zuzuordnen, sondern schon ein Erbskommunist, der gesagt hat, wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Das heißt, dieser zivile Ungehorsam hat nicht die innere Intention gehabt, zu Gewalt aufzurufen, sondern eigentlich Unrecht wegzuhaben. Denn wenn Sie bedenken, dass in Duck Neudorf das Durchgriffsrecht zur Anwendung gekommen wäre und Gott sei Dank durch unsere Proteste, die langen Proteste, das verhindert wurde, dann kann man sagen, sind wir froh, dass Gerhard Kovacic hier zu diesen Protesten aufgerufen hat. Und wenn wir schon bei Unrecht sind, die einzigen, die wirklich hier mit Unrecht behaftet sind, ist die Bundesregierung, allen voran Frau Innenministerin Niki Leitner. Sie hat hunderttausende illegale Migranten ohne jegliche Registrierung ins Land gelassen. Das ist definitiv Unrecht. Der Bundeskanzler, oder? Nicht gemeinsam mit dem Bundeskanzler, gemeinsam mit der, dass man das auch wissen. Bundeskanzlerin Merkel. Und der, genau das ist nämlich das Problem. Das heißt, dort ist das Problem. Und Gesetzesbrüche hat es ohne Ende gegeben. Das war ja Dublin, wurde ja nie aufgehoben. Und trotzdem hat man sich nicht an Gesetze gehalten seitens der Bundesregierung. Und die Bürger müssen sich halt auf einen Rechtsstaat verlassen können. Und das haben sie, die Bürger haben sich nicht auf einen Rechtsstaat verlassen können, allen voran ihre Innenministerin Niki Leitner. Und wenn sie einmal versuchen nachzudenken und sich das bewusst zu machen, wenn man bedenkt, dass hier tausende Illegale im Lande unterwegs sind, die nicht registriert wurden. Das heißt, wenn da jetzt das zu irgendeinem Gewaltverbrechen gekommen wäre, hätte man ja gar nicht ermitteln können, wer der Täter ist, weil der Täter ja gar nicht da war, nicht? Weil es alle illegal waren. Nicht? Das muss man sich einmal vorstellen. Das ist Unrecht. Nicht der Aufruf zum Protest, sondern das war Unrecht. Eine Zusatzfrage, Abgeordneter, bitte. Sehr geehrter Herr Landeshauptmann Stellvertreter, der damalige burgenländische Polizeidirektor wurde da mit einer Ministerfunktion gelungen, weil er willkommen geheißen hat. Aber in einem Interview mit der Tageszeitung Die Presse vom 4. Juli des Vorjahres antworten Sie auf den Hinweis, dass eine Schaffung von Arbeitsplätzen nur für Burgenländer, die Sie im Wahlkampf gefordert haben, dem Unrecht widersprechen könnte, mit dem Satz, dann soll mich jemand von den Herren aus der EU ins Gefängnis stecken. Wissen, dass Ziel 1, Förderung zweimal, einmal Phasing Out, einmal Übergangsregion, diese Europäische Union, von der Sie auch auftreten wollen, dafür verantwortlich ist, dass wir das alles investieren können. Zuvor haben Sie also von der Aufforderung Ihres Klubobmanns zum Rechtsaufsprung nicht distanziert, das indirekt sogar gut geheizt, wie ich das so mitte. In einem Zeitungsinterview sind Sie auf diesem Punkt. Die Frage, die ich habe, ist das Bild, dass Sie als Landeshauptmann Stellvertreter und als für Sicherheit und Ordnung im
Asylanten zuständiges Vergebungsmittel von einem funktionierenden Rechtsstaat vermitteln wollen? Ja, zum einen muss man natürlich differenzieren. Wenn es um unendliche Arbeitsplätze geht, dann glaube ich, hat das Bundesland schon die Pflicht, dafür zu sorgen, dass unendliche Arbeitsplätze im Bundesland bleiben, egal mit welcher Ausrichtung, egal mit welchen Mitteln. Und wenn, das habe ich auch so gesagt, wenn wir dafür sorgen, dass die unendliche Wirtschaft im Bundesland forciert wird, dass heimische Arbeitsplätze forciert werden und uns deshalb die EU verurteilen möchte, dann habe ich gesagt, dann lassen wir gerne einsperren. Das heißt, das muss man natürlich wirklich differenzieren zum Bereich der Sicherheit. Noch einmal. Das heißt, ich glaube, dass auch der zivile Ungehorsam ein wichtiges Instrument auch in der Vergangenheit war. Da muss man sich vorstellen, der zivile Ungehorsam kommt zum Beispiel aus Amerika, da hat man sich aufgelehnt und hat gesagt, wir zahlen keine Steuern, wenn diese Sklaverei nicht aufhört. Das war zum Beispiel auch ein Akt des zivilen Ungehorsams. Ich bin überzeugt davon, dass erstens einmal der Gerhard Kovacsics das so gemeint hat, wie sie ist, gewaltfrei zu protesten. Und diese Proteste haben im Endeffekt gemeinsam mit Unterstützung auch mit einigen Bürgermeistern, auch mit dem Herrn Landeshauptmann, auch mit dem Bürgermeister Werner Friedl, Bürgermeister Gerhard Zapfel, und dazu geführt, dass dieses Unrecht in Burgmöldorf nicht passiert. Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, stellvertretend in einem online veröffentlichten Video von einer Lesung, in dem Büro schlägt jemand aus dem Publikum vor, die Seite 88 vorzulesen, da dies eine Glückszahl sei, weil sich bloß in diesem Staatsanwaltschaftsblatt damit befassen sollte. Diese Szene wurde vom breiten Lachen ihrerseits begleitet. Allgemein bekannt ist ja, dass die Zahl 88 ein Symbol für den Hitler-Republikaner ist. Wahrscheinlich ist das wieder ein Zufall. Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, stellvertretend, Sie tragen Regierungsverantwortung. Warum haben Sie sich nicht sofort von dieser unglaublichen Entgleisung distanziert und den Mann zurechtgewiesen, sondern einfach nur gelacht und nichts getan? Haben Sie ein Problem mit dem Rechtsstaat? Wo ist der Zusammenhang mit der Aufgabe? Ja, erstens mal gibt es da keinen Zusammenhang mit der ursprünglichen Anfrage. Und zum Zweiten, ich erkläre das wirklich gerne. Also ich distanziere mich mit allen möglichen Mitteln, die ich zur Verfügung habe, von jeder Art der Gewalt, jedem Rechtsextremismus und vor allem Linksextremismus. Und was dort damals, was hier war, das kann ich auch natürlich schildern, weil es wichtig ist, dort einer, derjenige, der das Buch präsentiert hat und das deshalb gemacht, weil der Stefan Annenkamp, ein Grüner, verstorben ist und wir im Freitag für den Stefan Annenkamp gesammelt haben, Spenden gesammelt haben. Und ich sage, das ist ein Grüner. Das heißt, kann man nicht aufbeziehen, wie außer herausfiltern. Er hat gesagt, der Plaschitz Roland, welche Seite soll ich aufschlagen, damit ich einen Spruch vorlese? Hat er gesagt, 88. Seite 88 ist eine der wenigen Seiten, wo kein Spruch drinnen ist, sondern da war nur ein Bild. Deshalb hat er gesagt, okay, dann nehme ich 89, dann habe ich gelacht, weil dort kein Spruch war. Dann hat der Nächste gesagt, die Seite 116, habe ich auch gelacht. Also habe ich dort gelacht. Faktum ist, ich habe kein Wort dazu gesagt. Ich habe in der Ansprache überhaupt nichts gesagt. Ich habe einfach in Rechnung, also 20 Minuten gedauert. Aber ich möchte jetzt nicht populistisch werden, sondern ich würde dort gerne auch natürlich ein paar Sprüche und Sprüche, seien es, dass ich von B-Clubs hier präsentiere, aber sowas tue ich nicht. Das heißt, ich distanziere mich mit jedem Körperteil von allen Rechtsextremisten und Linksextremisten. Die nächste Zusatzfrage kommt von der Frau Abgeordneten, die Titelfrau. Ich muss ja doch nochmal nachfragen. Zum einen finde ich es wirklich erschütternd, wenn Sie in dem Zusammenhang irgendeinen Hinweis geben auf einen grünen, verstorbenen Gemeinderat, das einer mit dem anderen nichts zu tun und hier überhaupt gedanklich etwas kleinreden zu wollen, was in Ihrem Büro vorgefallen ist, weil der Ausgangspunkt die Präsentation eines Buches war, die der Familie des verstorbenen Gemeinderates dann auch zugutekommen sollte, als ich wirklich sehr unglaublich. Worauf ich da noch eingehen wollte, der zivile Ungehorsam jedes Jahr um bewusst gesetzte Gesetzesübertretungen der Zivilgesellschaft, im Übrigen nicht von politischen Abgeordneten. Dazu, und es ist mir jetzt die Frage, die ich vom Herrn Kollegen Stromer nicht reichlich beantwortet. Es gehört zur bewussten Gesetzesübertretung auch ein öffentliches Bekenntnis zum nationalsozialistischen Gedankengut.
Ich habe mir dieses Video sehr genau angeschaut. Das, was Sie jetzt hier geschildert haben, stimmt nicht mit der Tatsache. Bitte eine Frage, Frau Abgeordnete. Die Zahl 88 wurde genannt. Sie haben genau als Reaktion darauf herzhaft gelacht. Deswegen frage ich, was daran ist für Sie so verblüfflich? Bitte, Herr Landesabgeordneter. Ich weiß nicht, warum Sie sich jetzt distanzieren von dem verstorbenen Annekamp. Faktum ist, diese Veranstaltung wurde extra für ihn gemacht. Das kann ich davon erinnern. Ich habe natürlich bereit erklärt und diese Veranstaltung wurde durchgeführt. Wenn Sie jetzt irgendwas interpretieren wollen und irgendwas ins Recht einstellen wollen, ich sage Ihnen ganz einfach, ich distanziere mich von jeglicher Art der Gewalt, von jeglicher Art des Rechtsextremismus oder Linksextremismus. Ich distanziere mich aber auch von grünen Steinewerfern, die bei Demonstrationen immer unterwegs sind. Die dritte Anfrage ist von Herrn Landtagsabgeordneten an Herrn Landeshauptmann Wissen gerichtet. Bitte der Herr, Herr Landtagsabgeordneten Friedrich, um Verlesung seiner Anfrage. Bitte Herr. Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, die burgenländische Landesregierung hatte in ihrem Regierungsprogramm umfangreiche Vorhaben für eine Verwaltungsreform festgelegt. Welche Maßnahmen wurden bisher getroffen, um dieses Projekt vollständig umsetzen können? Bitte, Herr Landeshauptmann. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Hohes Haus, ich möchte einleitend feststellen, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowohl wie im Amt, in den Bezirkshauptmannschaften und an unseren Schulen, eine sehr, sehr gute Arbeit leisten und dass unsere Mitarbeiter in einem großen Ausmaß bereit sind, aktiv mitzuarbeiten, um einen Reformprozess im Land einzuleiten, der notwendig ist, weil sich vieles in der Wirtschaft, in der Verwaltung verändert hat und wo wir mittendrin sind, dass dieser Veränderungsprozess unter Einbindung der Mitarbeiter durchgeführt, umgesetzt wird und schlussendlich auch den Bürgerinnen und Bürgern zugute kommen soll. Wir brauchen eine Verwaltung fit für das 21. Jahrhundert und dass im 21. Jahrhundert die Verwaltung anders aussieht als im 20. Jahrhundert, ich glaube, das ist jedem klar. Es hat Gustav Heinemann gesagt, wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. Und das ist eines unserer Leitsprüche, den wir in den Vordergrund stellen bei diesen Reformvorhaben, eigentlich das größte Reformvorhaben in den letzten Jahrzehnten. Wir haben in der Regierung erstmalig auch klare Kompetenzen und wir wollen diese klaren Kompetenzen natürlich auch auf die Verwaltung übertragen. Klare Kompetenzen heißt natürlich rasche Entscheidungen. Rascher, schneller, effizienter, bürgernäher. Das dürfen nicht nur Schlagworte sein, sondern das wollen wir auch leben. Wir wollen damit natürlich auch einen Bürokratieabbau erreichen im Rahmen des Möglichen. 85-90% der Gesetze sind Bundesgesetze, die wir im Land administrieren müssen in einem großen Ausmaß im Rahmen der Bundesverwaltung. Aber wir können hier Änderungen vornehmen, wir können hier versuchen, dass wir einzelne Verfahren durch einen One-Stop-Shop, also durch Konzentration der Verfahren, auch in entsprechender Form rascher durchführen. Wir brauchen dazu natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wir haben schon gemeinsam ein Konzept entwickelt. Das ist sozusagen das Organigramm unserer Verwaltung aktuell oder im 20. Jahrhundert gewesen, das wir mitgenommen haben ins 21. Und so schlank schaut die Verwaltung im Konzept aus, das wir anstreben. Und wir wollen hier ganz einfach von den Abteilungen reduzieren, Stabstellen reduzieren, zusammenführen und damit diese Verwaltungsreform in entsprechender Form mit Leben erfüllen. Wir haben von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch 200 Vorschläge bekommen. Ganz beachtlich, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bereit mitzutun. 200 Reformvorschläge, die wir gemeinsam mit ihnen diskutieren, die wir auch mit unserer externen Firma diskutieren, die diese Reformschritte auch schon in Vorarlberg, in Kärnten, in der Steiermark und in anderen Bundesländern umgesetzt haben. Und ich muss sagen, es ist wirklich ein sehr positive Rückmeldungen auch von den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Also wir haben hier sehr wichtige Schritte gesetzt und wir wollen sozusagen mit dieser Verwaltungsreform zeigen, dass wir die Bürgernähe, die Kompetenz auch steigern können. Wenn man die letzten Jahre schaut, was sich im Burgenland verändert hat bei Betriebsansiedlungen, auch im Bereich des Asyls, da muss die Verwaltung kurzfristig reagieren, da gehört Flexibilität dazu. Wir haben unter anderem alleine im Asylbereich um 4 Personen kurzfristig auch schon vor Monaten aufgestockt und haben dort versucht, entsprechend zu reagieren und entsprechende Voraussetzungen zu schaffen, damit wir auch hier ein entsprechendes Tempo haben. Wir haben auch bei unseren Betriebsanlagengenehmigungen das Tempo erhöhen können. Da werden Arbeitsplätze rascher geschaffen. Da gibt es Arbeit für die Burgenländerinnen und Burgenländer. Also viele Schritte, die bereits gesetzt wurden, unter Einbindung der Personalvertretung, unter Einbindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 200 Vorschläge, die von den Mitarbeitern selbst gekommen sind, die wir ernst nehmen, wo wir versuchen, diese Vorschläge auch in entsprechender Form umzusetzen. Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, wie profitieren die Burgenländerinnen und Burgenländer von dieser Reform? Bitte, Herr Landeshauptmann. Sehr geehrte Abgeordnete, eine Verwaltungsreform ist nicht Selbstzweck, dass wir im Land sagen, wir haben bessere Strukturen und der Bürger spürt nichts davon, sondern genau darum geht es, was können wir für die Wirtschaft, für die Burgenländerinnen und Burgenländer, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer tun, damit das Tempo und die Qualität erhöht werden und Synergien genutzt werden. Es geht darum, dass das hart verdiente Geld und Steuergeld der Burgenländerinnen und Burgenländer sehr effizient auch eingesetzt wird. Und ich darf Ihnen ein Beispiel nennen. Wir haben in der Bezirkshauptmannschaft in Neusiedl am See bis zum Jahr 2012 jedes Jahr ca. 100 Betriebsanlagengenehmigungen gehabt. Das war so ziemlich das Gleiche, jedes Jahr 100. Wir haben dann im Jahr 2014 210 Betriebsanlagengenehmigungen gehabt, also mehr als eine Verdoppelung, und im Jahr 2015 320 Betriebsanlagengenehmigungen. Also innerhalb von 3 Jahren von 100 auf 320. Und das in relativ kurzer Zeit zu erledigen, braucht man natürlich wieder andere Strukturen in der Bezirkshauptmannschaft. Wir haben zum Beispiel seit meinem Dienstantritt, also es sind nicht ganz 15 Jahre, es sind 14 Jahre, eine Frequenz zum Beispiel in der Bezirkshauptmannschaft Neusiedl gehabt von 210.000 Kundenkontakten oder von 70.000 Reisepässen 6.500 Personalausweisen. Also da wird ein toller Job gemacht in unseren Bezirkshauptmannschaften hier im Amt und da braucht man eben immer wieder neue Strukturen, um hier diese zusätzlichen Aufgaben auch in entsprechender Form bewältigen zu können. Und da bringen sich vor allem auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Bezirkshauptleute, die auch dabei sind, sehr gut ein und teilweise diese Verdreifachung der Arbeitsleistung auch in entsprechender Form bewältigen zu können. Dort, wo es notwendig ist, Mitarbeiter aufzustocken, dort, wo es möglich ist, auch entsprechend zu reduzieren. Und dieser Umstrukturierungsprozess ist voll und ganz im Gange. Und ich bin sehr optimistisch, dass wir schon bis Ende dieses Jahres diese neuen Strukturen umgesetzt haben und hier mit veränderten Bedingungen Verwaltung im 21. Jahrhundert auch gute Dienstleistungen für die Burgenländerinnen und Burgenländer erbringen. Danke, Herr Landeshauptmann. Sehr geehrter Landeshauptmann, Sie haben schon erwähnt, dass 200 Vorschläge eingebracht wurden. Wie werden die Führungskräfte, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter in diesen Prozess eingebunden? Wie sollen Sie auf diese neue Herausforderung vorbereitet werden? Ich bin sehr froh, dass der designierte Landesamtsdirektor, Magister Reiter, hier von Beginn an darauf geachtet hat, die Regierung natürlich zu informieren, die Regierung mit einzubinden, auch die Interessierten von den Clubs zu informieren und auch ebenfalls einzubinden. Und es finden wöchentlich Mitarbeitergespräche, Strategiebesprechungen statt, nämlich das Kernteam trifft sich wöchentlich, um hier die entsprechenden Besprechungen
durchzuführen. Es wurden alle Abteilungs- und Stabsstellenleiter sowie die Bezirkshauptleute zur Einbringung von Maßnahmenvorschlägen mit Veränderungspotenzial auch eingeladen. Es wurde schon gesagt, es sind 200 Vorschläge gekommen. Wir haben einen Wettbewerb auch unter den Mitarbeiterinnen gemacht bezüglich Logo, bezüglich Motto. Und es hat eine Auftaktveranstaltung im Kulturzentrum gegeben, wo ebenfalls mittels Livestream diese Veranstaltung übertragen wurde, sodass jeder Mitarbeiter im Haus über Livestream dabei sein konnte und diese Informationen auch von Experten aus anderen Bundesländern, auch von unserer Firma, die uns betreut, durch den Landesamtsdirektor, durch ein Statement, diesen Reformprozess auch in entsprechender Form einzuleiten, zu beginnen. Wir haben die Personalvertretung auch im Programmsteuerungsbeirat mit dabei. Es gibt Newsletter an die Bediensteten und es wird auch schon demnächst eine Ausbildung für Führungskräfte geben. Durch diese Veränderungen gibt es natürlich eine größere Mitarbeiterzahl in den Abteilungen und die Herausforderung ist nicht die fachliche Kompetenz, die ist in einem großen Ausmaß gegeben, sondern das heißt auch in entsprechender Form eine Abteilung zu führen, Führungsqualitäten, Führungsausbildung zu haben und auch hier legt das Land Burgenland großen Wert darauf, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut geschult, gut vorbereitet, gut ausgebildet werden und vielleicht bei einer anderen Anfrage werden wir auch über den Erfolg der Akademie Burgenland berichten, wie stark die von nicht nur von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sondern auch von den Gemeinden in Anspruch genommen wird. Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, eine schöne Geschichte zum Zuhören. Tatsache bleibt, schlanker, effizienter und schneller war diese Landesregierung bei einer einzigen Sache. Da hat sie den Antrag beauftragt, offensichtlich alle Gremien, alle Institutionen und Beiräte von politisch Andersdenkenden zu säubern und einfach die Leute dazu entfernen. Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, ich frage Sie. Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, ich frage Sie. Bleibt das Motto auch für diese Verwaltungsreform politisch Andersdenkende aus Funktionen und Gremien zu entfernen? Herr Abgeordneter, ich bitte Sie, ich bitte Sie, in so einem Zusammenhang Ihre Wortwahl doch ein wenig zu überdenken. Zu sagen, politisch, von politisch Andersdenkenden zu säubern, denke ich, ist nicht die richtige Wortwahl. Bitte, Herr Landeshauptmann. Sie haben in meinen Ausführungen gehört, Herr Abgeordneter, dass wir 200 Vorschläge von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bekommen haben, dass wir sehr offen sind für gute, konstruktive Vorschläge. Von Ihnen habe ich in den letzten dreiviertel Jahren überhaupt keinen Vorschlag gehört, außer Kritik. Also wo sollen wir Sie einbinden, wenn Sie Fundamentalopposition machen? Landtagsabgeordneter Magister Thomas Petrik an Herrn Landeshauptmann stellvertretender Geschäftsgerichter. Bitte, Ruhe. Ich bitte daher von der Landtagsabgeordneten Magister Petrik und von diesem Ihrer Anfrage. Landtagsabgeordneter Stellvertreter, in Ihren Kompetenzbereichen der Landesregierung fällt die Verantwortung für die Sicherheit des Landes. Diese ist nur dann gewährleistet, wenn Zusammenleben und Kommunikation in gegenseitigem Respekt und sie in eine sozialen Frieden gestaltet werden. In letzter Zeit mehren sich Hasspostings in sozialen Medien und Verhetzung von Schutzsuchenden durch falsche Informationen stehen auf der Tagesordnung öffentlicher Auseinandersetzung. Herr Landeshauptmann Stellvertreter, was werden Sie in Ihrem Kompetenzbereich unternehmen, um im Burgenland unverzüglich gegen Falschmeldungen über Schutzsuchende und Menschenrechtsaktivistinnen vorzugehen und damit dem Entstehen von Unruhen und Konflikten in unseren Gemeinden entgegenzuwirken? Bitte, Herr Landeshauptmann. Sehr geehrte Frau Abgeordnete, vielleicht kurz vorher noch, ich finde das nicht gut, sagt der ÖVP, aber sagt man, das macht das schon wieder. Also ich finde das nicht gut, aber wenn man sich das so sagt, okay, soll das eure Politik sein? Okay, in meinem Kompetenzbereich ist es bis dato zu keinen Falsch-
Meldungen oder noch keinen Hassposting gekommen. Es ist noch nicht gesehen oder es ist noch nicht zugegangen. Man muss natürlich unterscheiden zwischen Falschmeldungen und zwischen strafrechtlich relevanten Postings. Und zwischen strafrechtlich relevanten Postings sind natürlich von der Gerichtsbarkeit zu verfolgen. Das ist glasklar. Natürlich sind diese auch abzulehnen, Christens abzulehnen, diese Hasspostings haben natürlich nichts verloren. Es ist aber natürlich schon so auch, dass im Zuge der neu gestalteten Medienwelt natürlich jeder Zugang hat zu einem neuen Medium und da gibt es natürlich Falschmeldungen, da gibt es Postings, auch natürlich, weil im Zusammenhang mit so manchen Bewegungen auch von den Medien viel verschwiegen wird. Und da tut sich natürlich einiges. Es ist, wie gesagt, jedes Hassposting abzulehnen, schärfstens abzulehnen, zum Beispiel auch die Postings, die aufrufen zu Gewalt beim Akademikerball und also da welche Seiten, die alle kommen, das ist natürlich genauso abzulehnen. Und es sind natürlich auch Postings abzulehnen, wo man sagt, der Norbert Hofer, wo man den verbindet mit dem Krüppellied, weil er einen Unfall auch unter dem Querschnitt gelebt hat, das ist natürlich auch schärfstens abzulehnen. Wünsche ich mir auch, dass Sie sowas auch ablehnen. Und ich glaube auch, dass es richtig ist, was Sie ansprechen. Also wenn irgendwann mal in meinem kompletten Kompetenzbereich irgendein strafrechtlich relevantes Hassposting auftaucht, würde das selbstverständlich der Justiz oder auch der Polizei melden. Eine Zusatzfrage, Frau Abgeordnete, bitte schön. Also zum einen sind Sie nicht ganz vollständig informiert, weil bezüglich der Aussage zu Herrn Hofer hat uns sehr wohl deutlich geäußert, die Mitarbeiterinnen haben es Herr Landeshauptmann, Stellvertreter, sind Sie mit mir einer Meinung, dass das öffentliche Verbreiten von Falschinformationen zu Unfrieden führt? Mit Ihrer Meinung, es freut mich auch, dass Sie das von Norbert Hofer verurteilt haben. Ich bin auch der Meinung, dass man natürlich auch alle Postings in jede Richtung auch immer bewerten muss. Ein Posting zum Beispiel, das bekommen ist, Migranten rein freiheitlich heraus, das könnte auch als Hassposting gewertet werden, aber da gibt es auch keine strafrechtliche Relevanz, finde das nicht in Ordnung. Daher ist jedes Posting, das irgendwo in die Persönlichkeit eines jeden eingreift oder Hass schürt, selbstverständlich abzulehnen. Wir haben hier durch den Hinweis auf grüne Steinewerfer öffentlich im Livestream in einer öffentlichen Sitzung eine falsche Information gegeben. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass jemals eine grüne Demonstration einen Stein geworfen hätte. Wenn Sie auf Spiegel anstehen, da gab es nicht seitens der Grünen den Gewaltausbruch, im Gegenteil, es gab eine große Distanzierung. Meine Frage an Sie: Worauf berufen sich diese Äußerungen, die Sie gerade vorhin hier getan haben, auf welche Informationen oder Belege und warum verbreiten Sie das hier? Bitte, Herr Landeshauptmann. Da gibt es ja einige Demos, wo Grüne vom ORF begleitet wurden. Es gibt einige Demos, wo in diesem Zusammenhang natürlich Steine geworfen wurden. Aber egal wie immer, ich verstehe das eh schon. Es hat zum Beispiel Ihr Vorgänger, der Joschka Plaschitz, gesagt, eine gesunde Wasche für jeden Freiheitlichen wäre angebracht. Der Joschka Fischer zum Beispiel hat mit Steinen geworfen. Da gibt es schon einige, die man natürlich auch verifizieren kann. Ich wollte das nur in dem Zusammenhang sagen, dass ich mich von jeder Gewalt distanziere, ob das jetzt die rechte oder die linke Gewalt ist. Und das möchte ich zum Ausdruck bringen. Ich glaube, wir sind in einem Zeitalter, wo man auch verbal argumentiert oder argumentieren kann. Man braucht nicht immer demonstrieren und immer mit aller Gewalt, die irgendwas vorgeht. Genauso ist das gerichtet auf die Hasspostings. Jedes Hassposting, das Hass schürt, ist abzuleiten. Nächste Zusatzfrage kommt von der Abgeordneten. Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, stellvertretend, Sie haben sich soeben von allen Gewalten, von allen Hasspostings distanziert. Letzte Chance. Distanzieren Sie sich auch Aufruf zum der Kollege Böhm-Luhmann gesagt hat. Die haben heute hier das letzte Mal die Möglichkeit, sich von solchen Aufrufen zu distanzieren. Sie haben es auch schon mal in der Frage geschafft.
Diese Frage habe ich heute schon einige Mal beantwortet. Selbstverständlich distanziere ich mich nicht von meinem Kollegen Obmann Gerhard Oberschütz. Die fünfte Anfrage ist von den Landtagsabgeordneten Pazikasch an Frau Landesrätin Magister Astrid Eisenkopf gerichtet. Ich bitte bei Herrn Landtagsabgeordneten Pazikasch um die Überwiesung seiner Anfrage. Bitte, Herr Abgeordneter. Sehr geehrte Frau Landesrätin, Sie haben in der Vergangenheit angekündigt, auch weiterhin Minderschwerbevölkerung finanziell unterstützen zu wollen. Aus dem Landesvoranschlag 2016 geht noch hervor, dass Sie dafür künftig nur noch 100.000 Euro statt diese 200.000 Euro vorsehen. Wie können Sie daher bei dieser Erschwerung sicherstellen, dass Minderschwerbevölkerung auch zukünftig noch im ausreichenden Maßstab gefördert werden können? Bitte, Frau Landesrätin. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, es ist sichergestellt, dass jenen Schülerinnen und Schülern, die eine Förderung brauchen, auch eine Förderung zur Verfügung gestellt werden wird. Die Förderungen werden neu aufgestellt, sie werden sozial gestaffelt und sie werden sogar ausgeweitet. Ab jetzt werden nämlich nicht nur Schulwochen, sondern allgemein mehrwöchige Projektveranstaltungen, also zum Beispiel auch Sommersportwochen, vom Landesjugendreferat gefördert werden. Dabei wird auf die bereits bestehende Förderung des Hauptreferates Jugendbildung, Schulen und Kindergartenbetreuungswesen mit Mitteln des Landesjugendreferates aufgestockt. Wichtig ist mir dabei, dass die Bewertung einer Förderung vom Familieneinkommen abhängig ist. Beispielsweise erhält damit eine Schülerin oder ein Schüler einer Unterstufe NMS nach sozialen Staatsbürgern demnächst eine Maximalförderung von bis zu 135 Euro. Bisher waren es 45 Euro. Und damit unterstützt das Land auch im aktuellen Schuljahr einkommensschwächere Familien mit bis zu 40% der Kosten eines Schulskikurses. Anträge können gerne beim Hauptreferat Jugendbildung, Schulen und Kindergartenbetreuungswesen der burgenländischen Landesregierung eingereicht werden. Und vielleicht noch ergänzend, das Geld aus den Schuljahren 2013, 2014 und 2014 und 2015 bestammte aus dem Verkauf des burgenländischen Landesjugendheims, also jeweils zur Hälfte seiner Rücklage, damit noch aufgebraucht war. Das heißt, das Geld ist nicht mehr zur Verfügung gestanden. Und abgesehen davon halte ich für Massenförderungen sowieso nicht viel. Denn ich sehe nicht ein, warum bis jetzt das Kind eines Top-Managers beispielsweise einen Förderzuschuss vom Land Uniland bekommen hat für einen Schulskikurs, ein Kind aus einer einkommensschwächeren Familie, aber zum Beispiel keine Förderung für eine Sommersportwoche. Mein Ansatz ist hier ein sozialer. Eine Zusatzfrage, Abgeordnete, bitte schön. Frau Landesrätin, wie sieht diese soziale Staffelung, die Sie gerade erwähnt haben, im Detail aus? Bitte, Frau Landesrätin. Sehr geehrte Abgeordnete, ich erkläre es gerne noch einmal. Die neue Staffelung wird abhängig sein vom Familieneinkommen von Förderrichtlinien. Beispielsweise wird für Alleinlebende können der Abgeordnete eigentlich einen Schiedsschutz herangezogen werden, Personen in Partnerschaften, ein Familiennettoeinkommen von 25.200 und für jedes weitere unterhaltsberechtigte Kind im gemeinsamen und getrennten Haushalt zusätzlich 6.300 Euro. Herzlichen Dank für die konkrete Auflistung. In der gestrigen Ausgabe der BVZ sprechen Sie davon, dass die bestehenden Förderungen aus den Mitteln des Landesjugendreferates aufgestockt werden. Die Zahlen sprechen jedoch eine andere Sprache. Was meinen Sie damit konkret? Vielen Dank. Indem wir sozial staffeln. Achso, die Auswertung der Personen. Hallo, was ist das für ein Zwiegespräch? Wir haben soziale Staffelung eingeführt und Hallo, was ist das? Diejenigen gefördert, die es wirklich brauchen. Und nicht eine Massenförderung ausgeschüttet für diejenigen, die es nicht brauchen. So, die nächste Zusatzfrage wird gestellt von Herrn Abgeordneten Brandstätter. Bitte schön.
Bitte. Herr Kollege. Sehr geehrte Frau Landesrätin, am 27. Februar wird es in Eisenstadt einen Zukunftsworkshop für Jugendliche geben. Was ist das Ziel dieser Veranstaltung? Bitte, Frau Landesrätin. Sehr geehrte Herr Landtagsabgeordneter, ich möchte in Zukunft in der Jugendarbeit vor allem gemeinsame Wege gehen und gemeinsam mit den Jugendlichen die Zukunft der Jugendpolitik im Land Burgenland gestalten. Wissenschaftlich begleitet mit dieser Prozess dabei vom das ganze Jahr über vom Institut für Jugendkulturforschung. Der Zukunftsworkshop, der am 27. Februar in Eisenstadt stattfinden wird, ist Teil dieses Prozesses. In diesem ganztägigen Zukunftsworkshop wird vor allem zuerst einmal mit einem Fachvortrag starten über zukünftige Entwicklungen in der Jugendarbeit. Und nach dieser Vorstellung werden die Workshop-Gäste mit den Workshop-Teilnehmern diskutiert. Danach werden in Kleingruppen Zukunftsszenarien von den Workshop-Teilnehmern erarbeitet werden und im Plenum vorgestellt werden. Im Hinblick auf die Konsequenzen der zukunftsfähigen Jugendpolitik und Jugendarbeit. Eingeladen zu diesem Jugendworkshop sind die Mitglieder des Landesjugendforums, des Jugendbeirates und der Bezirksjugendreferenten. Und das gesamte Projekt ist über eine Laufzeit von einem Jahr geplant. Und durch das Aneinandergreifen einzelner Projektschritte sammeln ein kontinuierliches mit Einbeziehen der Jugendlichen gewährleistet. Von den Abgeordneten Minister Wolf, bitte schön. Sehr geehrte Frau Landesrätin, in Ihrer jungen Amtszeit haben Sie sofort die Politikwerkstatt abgeschafft, die ja doch ein sehr erfolgreiches Projekt war. Bei jeder Landtagssitzung konnten beinahe 20 junge Menschen miterleben, wie Politik funktioniert. Warum sind Sie gegen diese Mitsprachemöglichkeiten von jungen Menschen und vor allem auch gegen die Demokratievermittlung an jungen Menschen? Sehr geehrter Herr Abgeordneter, ich habe hier erste Gespräche auch schon mit dem Herrn Landtagspräsidenten geführt. Natürlich sind wir nicht gegen eine Öffnung des Landtages, ganz im Gegenteil. Es ist uns sehr, sehr wichtig, dass vor allem auch Jugendliche im Burgenland hier aktiv mit eingebunden werden und sehen, wie hier die Politik im Land passiert. Und deswegen werden wir gemeinsam ein Projekt starten, das genau das zum Ziel haben wird und damit den Landtag auch entsprechend den Jugendlichen öffnen. Die nächste Zusatzfrage kommt von Frau Magister Petrich. Herr Landesrätin, ich finde diese Initiative der neuen Jugendpolitik und der Einbindung der Jugendorganisationen und der Jugendlichen vor Ort sehr gut und gratuliere dazu. Meine Frage an Sie ist: An welche Jugendorganisationen erhielt bis jetzt eine Einladung dafür? Bitte, Frau Landesrätin. Sehr geehrte Frau Abgeordnete, ich habe es vorhin auch gesagt, zu dem Jugendworkshop sind alle Mitglieder. Wer wurde schon eingeladen? Alle, also es sind die Mitglieder, alle Mitglieder des Landesjugendforums sind eingeladen, alle Mitglieder des Jugendbeirates sind eingeladen und alle Bezirksjugendreferenten und ihren Stellvertreter. Das Mail ist bereits vorige Woche ausgegangen, es sind bereits die ersten Anmeldungen da. Dann können wir abreißen. Die sechste Anfrage ist von Herrn Abgeordneten Magister Dobitsch an Herrn Landesrat Magister Dara Vosch-Gerichte. Ich bitte daher Herrn Landtagsabgeordneten Magister Dobitsch um Vermittlung seiner Anfrage. Bitte, Herr Abgeordneter. Danke, Herr Präsident. Sehr geehrter Herr Landesrat, wie ist der aktuelle Stand betreffend der Unterbringung von Asylbewerbern in Burgenland? Bitte, Herr Landesrat. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, Sie sprechen wahrscheinlich das brennendste Problem. Nicht nur zu Burgenland, sondern bei der Republik, die Frage des Asyls und der Frage der Flüchtlingspolitik insgesamt in Österreich. In Burgenland arbeiten wir hart daran, erstens in der Grundversorgung es zu schaffen, dass wir die Quote erfüllen. Wir sind nicht so weit, wie wir gerne wären. Punkt 1, Punkt 2, wir haben bewiesen, der jetzige Verteidigungsminister war Landespolizeidirektor, dass wir hier auch Menschlichkeit nach den Jahren 1956, 68, in den 90er Jahren mit der Jugoslawienkrise und auch wenn die DDR-Bewegung über Ungarn nach Österreich gekommen ist, dass das Burgenland hier Vorreiter ist. Aber zur konkreten Frage kommen. Wir haben insgesamt im Jahr 2015 über 1300 neue Plätze in der Grundversorgung geschaffen im Asylbereich.
und haben seit meinem Amtsantritt über 1000 neue Plätze in Kurgern geschaffen. Ich möchte vielleicht auch dazu sagen, dass wir in Kurgern im Gegensatz zum restlichen Österreich einen viel stärkeren Quote haben, was afghanische Asylwerber betrifft. Syrische Asylwerber, die aus dem Kriegsgebiet kommen, sind an zweiter Stelle, dann kommen der Irak und Somalia. Insgesamt hat das Burgenland auch 182 ungeklärte Minderjährige. Damit sind wir neben Niederösterreich, Klammer auf, die haben es nur durch Kreiskirchen geschafft, Klammer zu, jenes Bundesland, das die stärkste Quote bei den unbegleiteten Minderjährigen aufweisen kann. Insgesamt sind 71 Gemeinden von 171 bereit gewesen, Flüchtlingswerber aufzunehmen. Es ist so, dass wir ca. 10 neue Quartiere jeden Tag prüfen und auch Und wenn ich jetzt beispielsweise die Stadtgemeinde Eisenstadt, zwar den höchsten Anteil insgesamt, aber das größte Quartier, das geschaffen wurde, wurde durch den Robert Herkowitsch geschaffen und nicht geschaffen in Eisenstadt. Und da hat es keinen Mitarbeiter von Eisenstadt gegeben, um sozusagen hier inzwischen noch ein großes Quartier zu machen. Seit Jahresbeginn 200 neue Plätze geschaffen. Herr Schubbaumann, sagen Sie, bitte. Sie führen ständig Zwiegespräche, aber ich immer Fragen, aber Sie haben noch die Möglichkeit, sich mit einer Frage an den Herrn Landesrat zu wenden. Bitte. Wir haben auch insgesamt im Jahr 2016 im Budget vorgesorgt, dass wir die Grundversorgung für Fremde, so heißt das im Budgetansatz, das ist ja beschlossen worden von diesem Hohen Haus, von 6 Millionen auf knapp 10 Millionen Euro erhöht haben. Wir haben mit der Homepage Wohnraumspende am Burgenland.at dafür gesorgt, dass hier auch sozusagen ein zusätzlicher Anreiz gegeben ist, hier auch Flüchtlinge in Burgenland unterzubringen. Aber ich sage ganz offen dazu, ich stehe dazu, dass wir kleine Einheiten schaffen wollen. Wir brauchen die Akzeptanz in der Bevölkerung. Und wenn wir diese keine Einheiten nicht schaffen, wird die Quote nicht erfüllen können. Ein Schweiz hat 40. Flüchtlingswerber aufgenommen hätten. Und insofern halte ich diesen Weg, auch der kleine Schritt, das ist ein wichtiger Weg. Wir haben, wie es vom Landtag schon angesprochen worden, auch hier im Referat in der Abteilung 6 aufgestockt. Derzeit sind 6 Mitarbeiter dort mit dieser Frage beschäftigt. Und wir haben auch strategisch dafür gesorgt, dass auf den Bezirksaufnahmschaften 7 Mitarbeiter, also pro Bezirk einer, der eine für die Frage der Quartierbesichtigungen und damit auch für die Quartierauswahl zuständig sind. Also aus meiner Sicht sind wir auf einem guten Weg. Übrigens haben wir jetzt 40 neue Quartiere auch in dieser Woche noch neu geschaffen. Sehr geehrter Herr Landesrat, wie verteilen sich die Asylwerber auf die einzelnen Gemeinden? Herr Abgeordneter, ich habe es kurz angesprochen, wir haben die Hälfte aller Gemeinden, die sich bereit erklärt haben, Asylwerber aufzunehmen. Es gibt Gemeinden, die das an Schlag erfüllen. Ich kann also die Gemeinden nennen. Es ist so, dass von den Prozentzahlen am stärksten Unterfangenheit in der Zivilbürgerschaft ist mit im Verhältnis Bevölkerung zu Flüchtlingswerbern 9,78% aufweist und dort übrigens auch keine Probleme da sind. Dann kommt zweitstärkste Gemeinde Wörterberg, drittstärkste Gemeinde Spinat mit 8,25%, Deutsch-Spanisch mit Tober gemeinsam 7,25% und Bernstein mit 5,36%. In absoluten Zahlen Eisenstadt mit 255 Flüchtlingswerbern mit einer Quote von 1,8%. Dann Bernstein mit 117 Asylwerbern und auch Rechnitz mit 108, Stinnach mit 110 und Tober mit 104. Und ich verhehle nicht, dass es da und dort auch Probleme gibt, das sollte man nicht wegreden. Beispielsweise in Rechnitz haben wir mit ungefähr Minderjährigen einige Probleme gehabt. Also man kann ja diese Problematik nicht lösen, indem man wegschaut, sondern muss hinschauen.
und wir versuchen, das Bestmögliche auch zu tun, damit die Akzeptanz der Bevölkerung noch gewährleistet ist. Und ich halte noch einmal fest, dass die Frage der Kleineinheiten aus meiner Sicht der richtige Weg ist, auch wenn es mühsamer ist und wenn es gar nicht so einfach ist, diese Kleineinheiten zu schaffen. Aber das ist aus meiner Sicht auch der Weg für politische Akzeptanz. Und wir sind ja egal, welche Partei, grün, rot, blau, schwarz, zumindest meine ich, dazu aufgerufen, auch die Akzeptanz der Bevölkerung zu erinnern. Ja, also mich vergisst nicht mehr, da werden wir auch das meiste finden. Kommt von der Frau Abgeordneten Petrik, bitte schön. Ich wünsche das auch. Der Herr Landesrat, ich denke, es ist auch wichtig, die Gemeinden, die bereits aktiv sind, positiv zu erwähnen. Ist es für Sie vorstellbar, dass es auf der Homepage des Landes auch eine Karte gibt, wo eingezeichnet ist, in welchen Gemeinden bereits Asylwerbende aufgenommen wurden und Quartiere geschaffen wurden? Die Frage war, ob es möglich ist, eine Auflistung auf der Homepage eben. Positiv. Natürlich, ja. Ich habe aber auch von einigen Gemeinden negative Rückmeldungen bekommen, politisch motiviert, aber das ist auch legitim. Ollersdorf beispielsweise, so unter dem Motto, wir machen nichts, weil der Landeshauptmann gesagt hat, wir müssen hier auch restriktiv vorgehen. Also ich würde mir auch wünschen, dass die Gemeinden sozusagen noch offensiver in diesem Bereich agieren. Und ich verhehle auch nicht, dass die Akzeptanz nicht in allen Gemeinden gegeben ist. Und ich wünsche mir, das habe ich ja in diesem Brief auch klar gemacht an alle Gemeinden, dass es von den 171 Gemeinden noch mehr Gemeinden gibt, die auch Flüchtlinge aufnehmen, damit das, was jetzt kritisiert wurde, so im Leben setzen und zwischenrufen, nämlich dass wir auch die Quote dann erfüllen können, tatsächlich auch erfüllen können, wenn nämlich noch mehr Gemeinden auch bereit sind, das Ding aufzunehmen. Die nächste Zusatzfrage kommt von einer Abgeordneten, Präsident Strom, auf den Tisch. Sehr geehrter Herr Landesrat, im Gegensatz zum Herrn Landesrat und Stellvertreter Schürz haben Sie sich vom Aufruf zum zivilen Ungehorsam klar distanziert. Sie haben das auch in einem ORF-Medium öffentlich gesagt. Sie erinnern sich die Frage 7.9. Ich habe Ihnen das auch sehr anerkennend gesagt. Sehr geehrter Landesrat, die FPÖ Niederösterreich hat gestern eine Ausgangssperre für Asylwerber gefordert. Auch Ihr Regierungskollege Schürz hat dies bereits im Juli gefordert. Tragen Sie diesen Weg Ihres Koalitionspartners mit? Was sagen Sie zu solchen Vorbildern Ihres Koalitionspartners? Es gibt klare rechtliche Normen, was Asylbewerber machen dürfen und was sie nicht dürfen. Ich bin der Meinung, wir sollten diese rechtlichen Normen einhalten. Ich glaube, dass das im gesetzlichen Rahmen jetzt so ist, dass das auspasst und die Antwort dazu ist. Zeit ablauf beendet. Der zweite Punkt der Tagesordnung ist der Bericht.